Hex, Hex, Motherfuckers, es ist Neumond-Reading-Zeit. Okay, Leute, let's go. Ich habe wie immer hier meine 10.000 Notizen, Orakeldecks, Tarotkarten. Die ziehen wir, nachdem ich euch gesagt habe, was energetisch auf uns zukommt. Und als Influencer der unnötigen Dinge, wer mir auf Instagram folgt, der kennt es schon. Aber ich will es ja auch nochmal anmerken, weil Gott segne die Person, die das erfunden hat, ja, für Menschen wie mich. Guckt hier diesen Wärmflaschengürtel, Leute, das ist der absolute Shit, ja. Mua, Chef's Kiss. Also, Leute, let's go. Wo sind meine mein zweites Paar Augen? Hier. Und zwar, Leute, am 9.2. in 2 Tagen um 23.59 Uhr haben wir einen Neumond in Wassermann um 20 Grad, ja. Also 40 Minuten in Wassermann ist der Mond. Und zwar werden Sonne, Mond, Merkur und Pluto sich im Zeichen Wassermann befinden zu diesem Zeitpunkt und Venus und Mars folgen. Ja, also eine Ansammlung an Planeten im Zeichen Wassermann. Uranus formt zudem einen Aspekt zum Neumond und Uranus gibt revolutionäre Energie. Uranus, der Planet, ist laut, unhöflich, extrem direkt, ungezähmt, freiheitssuchend, und absolut bereit, jegliche Traditionen zu durchbrechen. Vielleicht hätten meine Eltern mich Uranus anstatt Valerie nennen sollen, okay? Naja, Pluto befindet sich ja auch im Zeichen Wassermann, beziehungsweise ist gerade von Steinbock zu Wassermann zurückgekehrt. Und Pluto kann dafür sorgen, dass etwas ans Licht kommt, was mit der Online-Welt zu tun hat. Einige von euch müssten auch aufpassen, also je nachdem, wie eure Geburtschart aussieht, müsst ihr vielleicht aufpassen, dass nicht irgendwelche Geheimnisse von euch ans Licht kommen, wenn ihr das nicht möchtet. Ja? Pluto, genau, der kann dafür sorgen, dass Dinge ans Licht kommen in der Online-Welt. Das könnte KI betreffen, Technologie generell oder aber auch, und das finde ich sehr interessant, da bin ich gespannt, wie sich das ausspielt, unsere kollektive Realität, beziehungsweise spezifischer, wie sich unsere kollektive Realität ändern könnte. Ja, das ist eine gute Zeit, damit das ans Licht kommt. Durch diesen Einfluss von Uranus kann es gut sein, dass du durch diesen Einfluss ein Auslöser bei jemand anderem sein wirst, der für Unwohlsein, ein Erwachen oder aber auch die Neuerfindung von dieser Person führen kann. Ja, dass man vielleicht irgendwas sagt oder irgendwas tut, was bei der Person auf einmal einen Schalter umlegt. Hoffentlich in einem gesunden Maß und Mix. Ja. Dann, was habe ich noch aufgeschrieben? Ah ja, Sonne und Mond sind extrem nah beieinander. Also Sonne und Mond stehen beide im Zeichen Wassermann. Und die bilden einen Aspekt, und zwar eine Konjunktion. Ja, Konjunktion bedeuten, wie gesagt, dass zwei Planeten ganz nah beieinander sind und im selben Zeichen. Und da diese Planeten so nah beieinander sind und im selben Zeichen sind, trifft hier das Unbewusste, also quasi die Gefühlsebene, die der Mond repräsentiert, auf das Bewusste, das Bewusste, was von der Sonne, die mentale Ebene, repräsentiert wird. Was also sein kann, dass man sich vielleicht nochmal mit unbewussten Dingen beschäftigen muss, ja, die irgendwie hochkommen. Wer fühlt die Energie vom Neumond am meisten? So, meine Lieben, Stiere, Skorpione, Wassermann und Löwen, spitzt eure Ohren. Ihr seid fixierte Zeichen und diejenigen, die ihre Chart kennen, ihr guckt mal, ob ihr Winkel habt, die bei 20 Grad liegen. Ja, so wie diejenigen, die Planeten und Winkel um 20, 21 Grad in den Zeichen Zwillinge, Waage, Widder und Schütze haben. Ihr werdet wahrscheinlich den Mond lieben oder die Energie genießen, weil der Neumond harmonische Aspekte zu diesen Winkeln in eurer Chart bildet. Ja? So, dann, Mond in Wassermann ist eine gute Zeit für neue Ideen und kreative Umsetzung und künstlerische Betätigungen. Ja, das kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass ihr euch hinsetzt vor YouTube und das macht, was ich mache oder ähnliches. Malen, schreiben, tanzen, was auch immer. Alle, jegliche Form der Kunst, ja, es ist eine Top-Zeit dafür. Also, meine lieben Künstler,
setzt euch ans Kreieren, ja? Wassermann verleiht optimistische Kraft für alle Lebensbereiche. Das kann beruflich oder privat sein. Für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade irgendwie strugglen, versucht einfach eure Gedanken nochmal auf Null zu setzen oder euch dabei zu ertappen. Ja, wir denken ganz viel unbewusst. Und wenn man dann mal bewusst reingeht und mal guckt, okay, Moment mal, wo befinde ich mich eigentlich gerade gedanklich, kann einem auffallen, dass man sich eher bei Negativgedanken findet. Ja, also checkt das nochmal für euch. Und kontrolliert das mal. Sorry Leute, mein Sohn hat ein Taschentuch in die Wäsche mitgetan. Es ist außerdem ein guter Zeitpunkt, um Mut zu fassen, sich über feste Strukturen zu wagen und rebellische neue Gedanken zu verfolgen. Also für diejenigen, die auch ein bisschen Rebellion in ihrem Blut haben, Leute, let's go, okay? Dann verleiht die Sonne im Wassermann hier zusätzlich nochmal eine Prise Willensstärke für diejenigen, die also irgendwie ja, gut im Prokrastinieren sind oder im Wegschieben, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Vielleicht habt ihr nochmal einen Schub Willensstärke, der euch hilft, das zu machen, was ihr gerne machen möchtet. Ja? Außerdem ist der Neumond eine gute Zeit, um zu entschlacken und zu entgiften. Das ist jetzt nochmal für meine Sportbegeisterten oder die Leute, die sich im ewigen Diätenstrudel befinden. Leute, das ist nicht gesund. Ja, ich meine, ich brauche das wahrscheinlich euch nicht sagen, aber trotzdem überlegt doch nochmal, ob ihr nicht vielleicht anders eure Kilos loswerdet. Aber gut. Auf jeden Fall eine gute Zeit zum Entschlacken und zum Entgiften für alle die vielleicht gesagt haben, okay, im neuen Jahr trinke ich nicht mehr so viel Alkohol, ich rauche nicht mehr oder keine Ahnung, ich bleibe nicht mehr bis in die Puppen wach und habe immer nur 2 Stunden Schlaf oder irgendwie sowas. Perfekte Zeit, um das nochmal für euch anzugehen, solche Themen. Außerdem ist das Sternzeichen Wassermann dem Nährstoff Fett zugeordnet. Und während dem Neumond kann der Körper besonders auf Fett reagieren. Das heißt also für all diejenigen, die fettiges Essen lieben, aber einen empfindlichen Magen haben, Leute, willkommen im Club. Jetzt ist nicht die Zeit, euch heißes und fettiges Essen zu geben. Ja? Wählt besser eine fettarme Ernährung. Ich denke, also die Neumondenergie ist immer 3 oder Mondenergie grundsätzlich. Vollmond, Neumond ist immer 3 Tage davor und 3 Tage danach. Könnt ihr jetzt selber rechnen, bis wann ihr vielleicht ein bisschen auf eure Ernährung achten solltet. Ja? Dann gute Sportarten, das ist der letzte Punkt für diese Zeit, ist Yoga, Stretching, Tai Chi, alles was in diese Richtung geht, ja, strengt euch nicht zu sehr an, das Sternzeichen Wassermann regiert auch, ich glaube, Venen, Drüsen, das Lymphsystem, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, aber überwiegend im Unterkörper, heißt also, weniger ist mehr in dem Fall, ja, und macht vielleicht mehr Sportarten, die ja, in diese Richtung gehen. So Leute, let's go. Genug mit den Astrofakten. Let's go. Wir ziehen als allererstes Mondorakelkarten. Ihr wisst, dazu lese ich auch immer aus dem Buch. Und dann geht's weiter mit den anderen Orakelkarten. Lasst uns gucken, was uns der Neumond in Wassermann bringt. Macht den ersten Schritt, kardinaler Mond. Guck mal, ob da noch was kommt. Nein. Mache den ersten Schritt. Kardinaler Mond. Lasst uns mal gucken, Leute. Seite 112 reduziert sich auf 4. Vielleicht eine Zeit von Stabilität oder ihr kommt jetzt mehr nochmal in die Balance rein. Wo habe ich meine Brille? Hier. Mondmantra ist: Ich nehme mein Schicksal in die Hand. Weitere Bedeutung dieser Karte, sei mutig, das hatten wir gerade in den Notizen, folge deinem Herzen und deinem Gefühl. Auch das bezieht sich darauf, denn alles, was aus dem Herzen kommt, ist tatsächlich, ja, ich sag mal, schöpferische Energie. Schöpferische Energie ist immer auch Gottes Energie und das geht mit Kreativität einher, ja. Sei nicht leichtsinnig und zu voreilig. Erreiche deine volle Leistungskraft. Zeit zum Handeln ist jetzt. Bitte den indischen Elefantengott Ganesha um Unterstützung. Finde ich interessant. So, dann Brille weg. Lektion deiner Seele, Orakeln her. Lasst uns gucken.
Empathie, ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen. Auf der Rückseite des Decks habe ich das Gefühl, muss ich auch nochmal sagen, ist die Karte Lebenssinn. Ich weiß, wozu ich hier bin und was ich zu tun habe. Das geht auch nochmal auf dieses Kreativitätsthema ein. Oder mit. Das war kein deutscher Satz. Ihr wisst schon, was ich meine. Und Erfolg. Ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist. Also Leute, das muss ich hier nicht auf Romantik beziehen. Ja, Liebe ist letztendlich allgegenwärtig. Ob das zwischen deiner Familie und dir ist, deinen Freunden, romantischen Partnern. Es kann Nächstenliebe sein. Es kann die Liebe zu meinem Nachbarn sein. Ja, allein einer. Also ich spreche da immer aus eigener Erfahrung. Allein einer Kassiererin oder einer Person im Einzelhandel ein Lächeln zu geben, bitte, danke, hallo und tschüss, ist Liebe verteilen. Ja, weil die meisten Menschen lassen ihren Frust vom Tag an Menschen wie mir, die damals, oder ich habe damals im Einzelnen gestanden, aber ja, an den Einzelhändlern raus. Und was man gibt, kommt auch wieder zurück. Ja, vergesst das nicht bei den kleinen Dingen im Alltag. Da tendieren wir nämlich gerne zu. Also, liebe, liebe, liebe Leute, für diejenigen, die irgendwie künstlerisch unterwegs sind, auch ihr solltet eure Liebe quasi in das stecken, was ihr tut. Wenn ihr also das Gefühl habt, das ist halbherzig, was ihr macht, cut the shit out, wie ich immer so schön sage, okay? Dann lasst uns mal gucken, ob wir noch was kriegen von diesen Orakelkarten für den Neumond in Wassermann. Strategie. Mache den ersten Schritt. Da hieß, war da auch gerade irgendwas mit Planung oder nicht? Ja, Strategie, Leute, erinnert mich an die Tarotkarte 7 der Schwerter. Ja, das ist auch eine Karte von strategischem Vorgehen, Dinge zu kalkulieren, sich manchmal, das kann man gut oder negativ auslegen, wie man möchte, sich manchmal auch einfach nur das zu nehmen, was man braucht und den Rest einfach da zu lassen, wo er ist. Ja, kommt immer darauf an, in welchem Aspekt man das tut. Wenn man jetzt Menschen ausnutzt und nur mit Menschen ist, um sich das zu nehmen, was man braucht, und dann den Rest dieser Interaktion da zu lassen, wo sie ist, dann ist es vielleicht eine schwierige Situation. Aber ja, manchmal ist es auch nicht schlecht, das zu tun. Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, was weiß ich, mit Familie abzuhängen, die vielleicht nicht gerade gesund ist, aber man kann sich jetzt auch nicht auf Stillstand und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, einigen, dann gilt immer Akzeptanz und Distanz, ja, oder Distanz oder von mir aus auch beides. Und dann ist das so eine Situation, wo man zum Beispiel sagt, okay, ich treffe mich mit meiner Familie, aber ich nehme nur das mit, was ich gebrauchen kann und das ist eine Stunde Interaktion mit denen. Danach muss ich mich wieder entziehen, weil ich kann es nicht aushalten oder danach wird es anstrengend oder wie auch immer, ja. In dem Fall ist eine Strategie natürlich völlig legitim und in Ordnung, ja. Also Leute, let's go. Auf der Rückseite des Decks 7 der Münzen. Einige von euch prokrastinieren, das habe ich eben gesagt. Mit den 7 der Kelchen dahinter. Und dem Hierophant, interessant. Einige von euch werden zum Neumond prokrastinieren, die Dinge vielleicht nochmal überdenken. Einige von euch werden gucken, welche von den Optionen, mit denen sie in letzter Zeit zu tun hatten, das kann beruflich, freundschaftlich, privater Natur, romantischer Natur sein, familiärer Natur, wie auch immer, ihr überlegt, welche Option davon denn Früchte trägt. Also es kann sein, ich sag mal, dass ihr mehrere Samen gestreut habt und dass ihr jetzt guckt, welche von diesen kleinen Pflanzen, die ich gepflanzt habe, wächst am stärksten, welche wächst am schnellsten, ja? Welche von diesen Stecklingen verspricht mir die beste Ernte? Ja, und das kann sehr gut sein, dass ihr hier Klarheit darüber bekommt. Allerdings ist es wichtig, wenn ihr guckt, was bringt mir die beste Ernte, das große Ganze auch im Kopf zu behalten, ja, und nicht nur auf die nächsten 2 Wochen Zeit zu spielen, ja. Also guckt ein bisschen weiter, guckt von oben da drauf, das große Ganze, was bringt euch in dem Moment dann, sage ich mal, der Steckling, der am größten und am stärksten wächst, ja. Ist das etwas, was euch auf die lange Sicht auch etwas bringt oder ist das etwas, was euch jetzt gerade im Moment vielleicht befriedigt? Ja, weil das ist definitiv etwas, wo ein Augenmerk drauf gehalten werden sollte. Es geht nicht nur um jetzt gerade oder um, was weiß ich, die nächste Woche oder die nächsten 2 Wochen, sondern es geht in diesem Falle wirklich um das große Ganze und dann auch ein bisschen kollektiv denken. Ja, wenn du dich in eine Situation begibst, wie wird sich das auf das Kollektiv um dich herum auswirken? Ja.
Also Leute, let's go, lasst uns gucken. Neumond im Wassermann. Zehn der Kelche, der Herrscher. Ritter der Kelche auf dem Kopf und Acht der Kelche auf dem Kopf. Mit der Mäßigkeit auf der Rückseite des Decks. Also ganz, ganz viel Emotionen. Ich habe eben gesagt, das Unbewusste, ja, die Gefühlsebene kann sehr, sehr gut hier mit der rationalen bzw. mentalen Ebene Sonnenenergie einhergehen. Und das ist auch das, was ich hier sehe. Wie gesagt, Leute, ich muss es nochmal betonen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das nicht so ganz durchkommt. Wenn ich hier Beispiele nenne in den Readings, egal ob hier oder im Sternzeichen-Reading, und ich nehme das Beispiel Beziehung, dann heißt das nicht, dass das Reading für dich nicht gilt, nur weil ich das Beispiel Beziehung genommen habe. Du kannst das genauso gut auch auf deine berufliche Situation oder deine freundschaftliche Situation beziehen. Warum ich Beziehung als Beispiel nehme, ist, weil die meisten Menschen hier diejenigen sind, die verzweifelt auf der Suche nach Botschaften dafür sind und weil das auch einfach das Thema ist, was jeder versteht. Ja, aber das heißt nicht, dass ihr das nicht auch übertragen könnt. Also Leute, ganz klare Geschichte. Jemand hier, Zehn der Kelche erstmal, ja, ist eine Karte von gemeinsamer Fülle. Das wäre auch das, was ich gerade gesagt habe, Thema Kollektiv. Wie wirken sich Entscheidungen oder Dinge, die du tust, auf dein Kollektiv aus? Ja, und das muss hier nicht nur die Happy Energie zwischen Mann und Frau sein. Das kann auch deine Familie sein. Das kann deine Freundschaften betreffen. Von mir aus kann es auch gemeinsame Fülle oder etwas sein, eine gute Laune auf der Arbeit, wenn ihr das so möchtet. Ja, sehr interessant ist hier der Herrscher, Widderenergie. Jemand hier versucht, Kontrolle über die Dinge entweder zu bekommen oder auszuüben. Wenn hier jemand versucht, Kontrolle auszuüben, das würde ich lassen. Also ich würde versuchen, in Kontrolle zu kommen im Sinne von, was euch selbst betrifft. Ja, nur das zu kontrollieren, was ihr kontrollieren könnt. Und das seid ihr, das seid ausschließlich ihr selber. Ja? Leute suggerieren sich zwar gerne, dass sie in irgendeiner Form Kontrolle haben, aber du hast nur dich selber unter Kontrolle. Du kannst nur kontrollieren, wie du reagierst, wie du zu einer Sache stehst, was deine Meinung ist, ob du überhaupt reagierst, ob du einen Kampf ausführst oder eben nicht und für dich beschließt, weißt du was, das ist es gar nicht wert, ich scheiß einfach drauf. Ja, das ist das Einzige, was du kontrollieren kannst. Du kannst noch so viele Readings hier gucken zum Gefühlsstand deines Gegenübers, du kannst noch so viele Readings gucken zu dem, was beruflich auf dich zukommt. Letztendlich hast du zu jedem Zeitpunkt die Schlüssel in der Hand. Ja, wenn du wissen willst, was beruflich auf dich zukommt, dann überleg, was du tust, im Moment, was das Berufliche betrifft. Ja, du brauchst dir keine Readings angucken, was kommt beruflich auf mich zu, wenn du nichts dafür tust, dass beruflich was auf dich zukommt. Heißt, du schreibst keine Bewerbungen, du bildest dich nicht weiter, du guckst nicht, was es da draußen gibt auf dem Arbeitsmarkt etc. pp. Also es wird nicht Gott höchstpersönlich zu dir kommen und nachts an deinem Fenster klopfen und sagen, hey, ich habe hier einen Job für dich. Das wird nicht passieren. Ja, und genauso auch in romantischen Geschichten. Du kannst noch so viel gucken, was dein Partner denkt oder fühlt oder wie er als nächstes auf dich zukommen wird oder agieren wird oder sonst irgendwas. Wirklich Veränderungen wirst du nur dann erfahren, wenn du die Kontrolle bei dir selber suchst, ausübst und selber Veränderungen ins Ganze bringst. Ja. Also das schon mal zum einen. Dann haben wir Ritter der Kelche und Acht der Kelche auf dem Kopf. Was ich hier habe, ist, dass so ein bisschen für einige von euch Passiv-Aggressivität ein Thema ist. Oder aber auch, ich sag mal, Aggressivität aufgrund dessen, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid in einer oder steckt in einer Situation fest oder ihr könnt eine Situation nicht hinter euch lassen. Ja, das ist ja ganz oft in Beziehungen dann zum Beispiel auch das Thema. Oder auch mal gerne auf der Arbeit, wenn man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich will hier nicht sein, aber ich stecke hier fest aus Grund A, B oder C, dann fängt man an, Passiv-Aggressivität zu entwickeln und das eben auch rauszulassen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das hier nicht macht. Hier nochmal Empathie. Ja, ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen.
und dann, ich weiß, dass zu lieben das höchste aller Ziele ist. Heißt nicht, dass ihr hier Empathie an den Tag bringen sollt, Ewigkeiten, und sagen sollt, oh ja, ich verstehe das, ich verstehe das, ich bleibe hier in der Situation weiter und oh, Liebe ist das, was es löst, sondern Empathie im Sinne davon, dass du verstehst, dass jeder hier, jeder von uns macht diese Reise hier bewusst das erste Mal. Ja, unterbewusst waren wir vielleicht schon 20 Mal hier, aber anscheinend wissen wir von diesen 20 Mal vorher nicht so viel, sonst würden wir nicht wie Idioten durchs Leben laufen. Ja, und das ist etwas, was ihr bedenken müsst. Dann auch die Empathie aufzubringen, zu sagen, okay, nicht alles hat immer mit mir zu tun. Ja, ganz viele Leute sind super im Ego drin, reden den ganzen Tag von Seelenverwandtschaft und weiß ich nicht was, aber wollen das Ganze eigentlich aus egoistischen Gründen. Und das ist ein No. Ja, dann zu sagen, okay, was kann ich tun, damit es mir besser geht in der Situation? Hört auf, die Augen so sehr bei eurem Gegenüber zu haben, sondern guckt selber auf euch, was kann ich tun? Heißt also, wenn dir der Job nicht gefällt, du kannst dich woanders bewerben, du kannst das Gespräch auf der Arbeit suchen, du kannst gucken, wie du aus deinem Job rauskommen kannst, ja, und dann in Ruhe dir einen neuen Job suchen kannst. Ja, wenn du dann sagst, ach, ich will aber kein Arbeitslosengeld beantragen, okay, aber dann stufe die Passivaggressivität zurück, weil dann ist es ein Du-Problem und kein Problem, was dein Chef quasi kreiert hat, ja, oder aber auch in einer Beziehung, wenn du merkst, du bist unzufrieden, was kannst du gegen diese Unzufriedenheit tun? Kannst du dir vielleicht neue Hobbys suchen? Kannst du dich ein bisschen mehr darauf fokussieren, dass du ein eigenes Leben hast? Kannst du vielleicht sagen, okay, dann muss ich mir eingestehen, dann ist es das jetzt hier einfach nicht mehr und dann muss ich die Acht der Kälte auf dem Kopf richtig rumdrehen und die Situation verlassen? Oder, ja, Mäßigkeit, Schütze-Energie auf der Rückseite des Decks ruft zu Geduld auf, ja, zu ein bisschen auch Alchemie, etwas Neues aus dem zu kreieren, was gerade ist. Und wenn Unzufriedenheit ist, dann sitzt nicht auf eurem Arsch und warte darauf, dass irgendwie jemand im Außen für dich Zufriedenheit kreiert, sondern dann überleg, wie kann ich mir in dieser Situation Zufriedenheit kreieren, okay? 10 der Kelche erklärt mit 2 der Stäbe und 6 der Münzen und der Herrscherin auf der Rückseite des Decks. Jetzt haben wir hier quasi das True Match. Jemand hier entscheidet sich in einer Situation, möchte jemand geben oder möchte die Situation nähren, sag ich mal, mit der Herrscherin. Und eine Phase des Konflikts hier beenden. Vielleicht ist das dieser Konflikt, von dem ich hier gerade gesprochen habe. Jemand hier möchte eine Phase des Konflikts enden und möchte nach einer verpassten Chance Balance in eine Sache bringen. Das kann auch mit Reisen zu tun haben. Einige von euch könnten vielleicht in irgendeiner Form verreisen oder müssen vielleicht zu jemandem oder etwas reisen. Könnte ein Job sein, könnte ein Liebhaber sein, könnte dein Mann sein, Freunde, was auch immer, ja. Der Herrscher erklärt mit dem Stern und der Königin der Schwerter. Jemand hier möchte Kontrolle über seine Zukunft oder möchte gerne eine klare Vorstellung von seinen zukünftigen Visionen, Hoffnungen, Manifestierungen, Wunschvorstellungen haben, beziehungsweise versucht da Klarheit reinzubringen. Ja, und zwar ohne Emotionen und zu, oh, da fühle ich mich aber so, wenn ich das und das erreichen will, dann muss ich das und das machen, da habe ich keinen Bock drauf. Dafür hat der Herrscher keine Zeit. Ja, der Herrscher hat ein klares Ziel und sagt, pass auf, das und das und das will ich erreichen, das und das und das ist dafür nötig. 2 Punkte davon könnte ich im Strahl kotzen, wenn ich darüber nachdenke, aber ich ziehe das trotzdem durch, weil es das, was ich brauche, um das zu erreichen, was ich möchte. Ja, der Herrscher macht keine Faxen. Der Stern, Wassermann, Energie, ja, der Herrscher sagt hier, pass auf, da muss ich eben in den sauren Apfel beißen. Ja, der Herrscher hat verstanden, dass nicht im Leben immer nur alles positiv ist und dass einem nicht immer nur alles mit einem Goldlöffel in den Mund gelegt wird. Ja, und hier, da sind wieder die 7 der Münzen und dann die 7 der Kelche mit dem Hierophant und dem Ass der Schwerter hier. Interessanterweise dahinter noch der Mond, ja, und das ist ein Reading zum Mond. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ja. Jemand hier prokrastiniert bzw. reflektiert, welche der Stecklinge am meisten Potenzial hat,
Und der Herrscher hier versteht, das ist auch dieses mit Instant Gratification, also direkte Befriedigung. Der Herrscher versteht, dass direkte Befriedigung meistens nicht das ist, was sich auf die lange Zeit befriedigt. Ja? Ritter der Kelche auf dem Kopf. Zehn der Schwerter ist darunter gefallen. Jemand hier möchte etwas beenden. Jemand möchte so eine Phase von Passiv-Aggressivität oder eine Phase von Unruhe, von Unzufriedenheit. Jemand möchte das beenden mit den Zehn der Schwertern. Es kann auch sein, dass sich jemand, ich höre gerade jemandem seine eigene Medizin füttern. Es kann sehr gut sein, dass ihr auch in einer Situation mit jemandem gewesen seid. Okay, dass ihr in der Situation mit jemandem gewesen seid, wo erst ganz viel Liebe gewesen ist oder ganz viel wohliges Gefühl und dann hat jemand diese Energie eingestellt und dann wart ihr so diese, okay, aber was ist hier los und habt vielleicht irgendwie noch weitergegeben, aber jemand hier sagt, okay, weißt du was, ich kann das ganz genauso gut, ja, jemand hier kehrt quasi Uno, die gibt die Uno-Karte, die Reverse-Karte. Der Wagen. Ich habe eben von Reisen gesprochen. Und der Bube der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Krebsenergie. Also jemand hier, das ist auch ganz interessant, Leute. Der Wagen, es ist quasi der Herrscher, der hier sitzt in der Kutsche. Ja? Der Herrscher ist in dem Moment von seinem Stier, vielleicht haben einige von euch mit einem Stier zu tun, der ist von seinem Thron aufgestanden und hat sich hier auf seine Kutsche gesetzt und ist bereit, sich das zu holen, ja, dem Stern zu folgen, weil der hat hier den Stern und der Stern liegt hier bei dem, beim Herrscher. Ja? Der hat den Stern und folgt dem, was seiner Vision. Der hat keine Lust mehr, der folgt seiner Vision. Es kann sehr gut sein, dass hier jemand sagt, okay, weißt du was, ich sehe hier entweder kein Vorankommen und ich folge einfach dem, was ich gerne möchte. Oder jemand sagt, pass auf, ich gebe dir die, fütter dir dieselbe Medizin und ab jetzt ziehe ich das durch, was ich gerne möchte. Ja, oder jemand hier ist besonders interessiert daran, quasi wieder Balance in das Ganze zu bringen. Ja, weil wir gucken, wir sehen die zwei Sphinxen hier und das ist auch wie Yin und Yang. Ja, das ist Balance in eine Sache zu bringen. Bestätigung. So, und dann ganz interessant, hinter dem Bube der Schwerter ist der Bube der Kelche. Und jemand hier versucht rauszufinden, wie er vielleicht ein Angebot euch machen kann. Es kann sehr gut sein, dass ein Angebot auf euch zukommt, vielleicht hier auch mit dem Wagen. Ich habe eben von einer Reise gesprochen. Vielleicht ein kleines Getaway, irgendwie ein Wochenende oder hey, hast du nicht Bock? Ich weiß, du magst das und das Restaurant so gerne, hast du nicht Bock, dahin zu gehen? Ja, nachdem jemand hier eine Enttäuschung erlebt hat. Und auch so ein bisschen getrieben war gedanklich von dieser Enttäuschung. Aber das transformiert sich zu der Herrscherin. Also hier kommt, you get the good with the bad, höre ich gerade. Nach einer Phase von, oh, ich glaube, das wird nichts, hier kommt irgendwas. Ach, der Kelche. Mit der Karte mache den ersten Schritt. Möchte ich sagen, für diejenigen, die jetzt denken, oh nee, aber ich will dem jetzt oder will ihr nicht schreiben oder ich will meinem Chef nicht schon wieder, ich habe mich letztens erst beschwert oder irgendwie sowas. Leute, ihr sollt auch einfach gar nichts machen. Der erste Schritt kann auch einfach manchmal bedeuten, sich auf sich selbst zu fokussieren und seine Dinge durchzuziehen. Das kann auch ein erster Schritt sein, ja. Ich mache auch noch Krach dazu gleichzeitig. Ich weiß wieder nicht, was hier wieder los ist. Naja, 8 der Kelche auf dem Kopf erklärt von 3 der Münzen und den 4 der Stäben. Okay, jemand hier hat etwas noch nicht hinter sich gelassen. Oh Leute, guck mal. Ass der Stäbe, König der Münzen und dahinter die Liebenden. Ja, jemand hier trifft eine klare Entscheidung, jemand hier möchte an etwas weiterarbeiten, auch wenn er sich hier irgendwie scheiße verhandeln. Einige von euch verhandeln etwas, das könnten Gehälter sein. Dann habe ich auch direkt eine Warnung für diejenigen, die ihre Grenzen verhandeln. Cut this shit out. Grenzen sind nicht verhandelbar. Wenn du gewisse Grenzen hast, behalte diese Grenzen. Es gibt keinen Grund, deine Grenzen zu verhandeln, okay? Bleib deinen Grenzen treu, weil du hast sie nicht umsonst.
Ja, und dann, was ich hier auch einigen Frauen gerne mitgeben möchte, spezifisch, ich weiß nicht warum, spezifisch Frauen, für diejenigen, die merken, dass ihr Mann oder ihr Person of Interest bisher immer sich selbst gewählt hat, go ahead and choose yourself, okay? Du mach genau das Gleiche. Du musst nicht immer eine Person über dein eigenes Wohl wählen, wenn diese Person immer sich selbst wählt. Okay, das hat nichts mit einer Beziehung zu tun oder mit irgendwas, was auf Geben und Nehmen basiert. Okay, aber hier ist ganz klar, jemand hier hat eine Situation noch nicht verlassen, jemand möchte sich in einer Situation für etwas entscheiden, für eine Bindung. Das kann Arbeitsnatur sein, das kann freundschaftlicher Natur sein, kann romantischer Natur sein, aber hier muss irgendwie erst. Ich habe das Gefühl, hier muss irgendwas muss noch in Gang kommen. Oder jemand plant hier gerade eben noch seine Strategie in der Situation, damit er Erfolg hat. Ja, also irgendwie in diese Richtung. Hier ist definitiv ein Neuanfang. Das kann ich ganz klar sehen. Und das auch plötzlich. Ich sehe hier auch den Turm mit der Sonne dahinter. Ja, also was auch immer für ein Turmmoment, es wird positiv sein, aber irgendwas ist hier in Arbeit. So Leute, ich lasse das Reading hier an Sternzeichen, habe ich hier Hauptarkana-Karten, Widder, Wassermann, Krebs. Widder, Wassermann, Krebs. Ich meine, ich hätte die auch eben aufgezählt beim Astro-Update. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls habe ich noch Waage. Ich habe alle drei Wasserzeichen. Ich habe Löwe gesehen. Ich habe Stier gesehen. Nochmal Zwillinge, wenn ich das nicht eben schon gesagt habe. Weiß ich nicht. Wassermann. Schütze, Löwe, Widder. Das sind die Zeichen, die ich konkret sehe. Okay? Wie immer, Leute, abonniert. Ich lasse euer Reading hier. Liked, abonniert, teilt, kommentiert. Nochmal ein ganz, ganz wichtiges Announcement, weil ich viele neue Viewer habe. Oder vielleicht sollte ich das am Anfang vom Reading machen. Egal, das ist jetzt am Ende, okay? Also, ich habe viele neue Viewer. Ich habe viele Interessenten für Readings und ich kriege in letzter Zeit oder jetzt die letzten paar Tage super viele E-Mails oder ne, Leute, die das Kontaktformular auf meiner Website ausfüllen, weil sie Interesse an einem privaten Reading haben. Leute, tut mir einen Gefallen. Machtet euch nicht schwerer, als es ist und vor allen Dingen mir auch nicht. Geht bitte auf meine Website und wenn ihr runterscrollt, kommt eine Rubrik. Da steht, was kann ich für dich tun? Da steht einmal ein Button Tarot und ein Button Coaching. Klickt auf den Button Tarot und dann öffnen sich alle meine Dienstleistungen. Da könnt ihr selber euer Reading wählen. Ihr könnt selber Tag und Uhrzeit wählen und dann bucht ihr und dann werde ich euch kontaktieren, um euch nochmal bis ins Detail zu sagen, wie das Ganze läuft und was passieren wird. Ja, also ihr merkt auch schon, oder ihr könnt schon in jeder Dienstleistungsbeschreibung eine ungefähre Idee bekommen. Und das, was ihr wirklich wissen müsst, was wichtig ist und relevant, das sage ich euch dann, wenn ihr gebucht habt. Weil bevor ihr gebucht habt, braucht ihr dann auch nicht wissen, weil dann habt ihr ja gar kein Reading bei mir. Ja? Also bitte klickt auf diese Rubrik Tarot und guckt euch an, was ihr möchtet. Und wenn dann immer noch Fragen sind, dann könnt ihr mir gerne schreiben und sagen, hey, meine Frage bezieht sich auf was weiß ich, das und das Reading oder was muss ich tun? Aber bitte, wenn es geht, vermeidet E-Mails wie, hi Leute, hallo Valerie, ich hätte gern ein Reading bei dir. Was kostet das preislich und wie verhält sich das? Weil das findet ihr alles in meinen Dienstleistungen und in der Dienstleistungsbeschreibung. Okay, Friends? Denkt immer dran, das seid nicht nur ihr, das sind auch ganz viele andere, die sowas machen. Also ich habe Liebe für euch alle. Aber ich habe es auch möglichst gern, möglichst einfach in meinem Leben, okay? Okay, Freunde. Also, wie immer sehen wir uns, wenn wir uns sehen.